Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Bin aber ein bisschen angepisst, weil eigentlich wollte ich mit meiner Freundin Britney, der hässlichen Strunzen, guckst du dir gerade an, ob deine Nägel lackiert sind? Ist so langweilig, dass du jetzt schon hier sitzt, hier so. Und hast den Guck, ob alles schön ist oder Mann? Hast du geguckt, warst du heute bei der Maniküre oder wie? Nee? Wolltest einfach nur mal deine Finger betrachten, macht man ja so selten. Da setzt man sich mal in eine Show von so einem Comedy-Star und betrachtet sich die Finger. Na klar, ist für mich auch schön von hier oben. Guck ich mir einen Schritt den ganzen Tag oder? Aber da sitzt so, ja, ja, schöne Finger habe ich schon. Auf welchen nehme ich denn heute Abend? Nein. Ja, ich weiß. Also wie gesagt, ich wollte wirklich eigentlich mit meiner hässlichen Strunzen-Erna-Freundin, der Britney, die Show eröffnen. Aber das ging nicht, ey, die war gestern Abend wieder so besoffen, die war so voll, die ist so peinlich, die Alte, ey. Die hatte keine Promille, das waren Prozente und ganz schlimm. Wir haben den Geburtstag von ihrer Mutter gefeiert, ihre Mutter Ilse ist 65 geworden. Wie soll ich denn Ilse beschreiben? Puh. Ilse, Bilse, keiner Wilse, bis kam der Koch, dann haben sie doch. Ey, die hat wirklich, Ilse hat immer so Leggings an der Marke Muschi Fristose. Kennt ihr das? Jedes Mal wirklich ganz schlimm. Ganz schlimm. Okay. Ganz schlimm. Jedes Mal, wenn die sich hinsetzt, werden die Hosenbeine ein Stück kürzer. Dann hat die immer gerne auch ein Spaghetti-Oberteil an, so Spaghetti-Träger. Wisst ihr, der Marke so, nimm bloß nicht den Arm hoch, sonst fliegt was drunter vor, weil seit 3 Jahren unter dem Arm nistet. Ich hab da Schreie gehört, das geht ja. Ey Leute, ich weiß, Motto ist zurück zur Natur, aber Dauerwelle unter der Achsel muss es sein. Ist doch ekelhaft, oder? Aber naja, gefeiert haben wir in der Kneipe Wolfgangs Leberwurst-Explosion. Wir wollten ja eigentlich zur Haxenhanna, aber da hat Britney Hausverbot. Britney hat sich mal völlig daneben benommen. Die hat sich mal so volllaufen lassen. Dann hat die sich mit Mett bestrichen auf den Tresen gelegt und hat immer gebrüllt, Faxe, Hack, Faxe, Hack. Ey, die ist echt so peinlich. Und die Familie ist ja genauso schlimm. Wie soll ich euch die Familie von Britney beschreiben? Warte mal. 100 Jahre Gefängnis, 250 Punkte Flensburg und ein Gesamt-IQ von 9. Ja, aber ich habe mir gedacht, als beste Freundin gehst du einfach mit hin. Der Geburtstag ist ja im Dunkeln, kann ja nichts passieren. Dann bin ich da angekommen, dann kam mir der Vater von Britney entgegen. 66 Jahre, ja, sah der aus. Ohren so wie Würsingkohlblätter, keine Schneidezähne. Wenn du dem ins Maul gekickt hast, hast du gedacht, du kiekst durchs Brandenburger Tor. Das ist so schlimm. Aber die Party, ja ey, wirklich, aber... Die Party, die Geburtstagsparty war aber super. Die haben ganz tolles, also die haben so, was gab's denn hier, Jägermeister, Ravioli und Leberwurstbuffet und ja, das Problem bei Britneys Familie, die essen ja nicht, die inhalieren. Das war wie so eine Staubsaugerkolonne, die immer komplett über das Buffet alles leer fegte. Und das Schlimme danach war, das wirklich größte Problem, die sind einfach abgehauen. Das wollte keiner bezahlen. Einfach weg, die haben die ganze Kneipe leer geräumt. Die Oma von Britney hat sogar noch den Flipper mit rausgerollt. Ja, und die Einzige, die noch da war, war Mutter Ilse. Die saß dann am Tresen, hat geheult, wisst ihr. Und ich sag, Mensch Ilse, was ist denn los? Und sie so, ja, ich hab keine Geschenke bekommen, bin so alleine, hab keine Freunde, mich kann keiner leihen. Und da hab ich mir so gedacht, Mensch Cindy, was machst du jetzt? Bezahlst du die Rechnung oder haust du auch einfach ab? Ja, und jetzt bin ich hier bei der tollsten Sendung der Welt mit den tollsten Gästen. Hier bei Cindy Ostertan und den jungen Willen.